Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 929. Und verdammt, dieses Kapitel war wirklich gut. Frankie findet heraus, dass sein Handwerksmeister mittlerweile die Pläne für Kaidos Schloss gar nicht mehr hat und legt sich kurzum mit den ganzen Handwerkern an. Wir sehen auch wieder Kanjuro und dieser hat den Spitznamen Kanjuro vom Abendregen. Da ist mir gleich mal in den Sinn gekommen, Shiryu. Ich meine, Shiryu hat doch auch den Beinamen. Shiryu of the Rain, also Shiryu vom Regen. Ist jetzt in irgendeiner Form die Frage, kommt Shiryu möglicherweise aus Wano Kuni und halt eben aus diesem Regengebiet? Denn wie wir wissen, ist Wano Kuni ja ein bisschen aufgeteilt auch sozusagen nach Elemente. Ähnlich wie es zum Beispiel bei Naruto der Fall war mit dem Feuerdorf und dem Wasserdorf und dem Winddorf. Und so ist es auch eben in Wano Kuni. Wir haben hier zum Beispiel Feuer mit Kinemon, wir haben jetzt den Regen mit Kanjuro. Ich glaube, Raizo war der Nebel, Raizo of the Mist. Ich glaube, ja. Es liegt langsam wirklich nahe, dass Shiryu seinen Schwertkampf und sowas aus Wano Kuni hat. Interessant wäre es auf jeden Fall, vor allem für die weitere Story, ob wenn Blackbeard jetzt wirklich in Wano Kuni auftauchen sollte. Dann sehen wir auch mal wieder die Minks. Sie haben Essen geklaut, sie haben Waffen geklaut und lassen überall kleine Zettel zurück mit Shutemarus Bande war hier. Ja, sie wollen wohl irgendwie, dass Shutemaru noch mehr von Kaido gejagt wird und ziemlich pisst ist und sich so sozusagen ihnen dann anschließt. Ob dieser Plan aufgehen wird, ich weiß es ja nicht. Wir kriegen auch Zoro wieder so zu Gesicht und er ist unterwegs mit irgend so einem komischen Hansel. Sieht aus wie so ein kleiner Räuber mit Maske und sowas und er ist irgendwie ganz, ganz crazy. Also so, yeah, woo, yeah. Was soll der? Naja, auf jeden Fall. Anscheinend war es so, wir haben ja Zoro das letzte Mal gesehen, wo er auf so einem Boot Essen gegessen hat, auf so einem fahrenden Schiff. Auf so einem fahrenden Essenswagen oder sowas. Und Zoro konnte ja natürlich wie immer nicht zahlen. Und so wie es aussieht, hat wohl dieser komische, mysteriöse Charakter namens Yasu für Zoro dann einfach das Essen bezahlt. Und seitdem verfolgt Yasu eben Zoro. Und Zoro ist sichtlich genervt von ihm. Aber richtig genervt. Dann das Highlight des Kapitels. Und zwar, wir sehen Orochi. Dieser trifft sich mit der C-P-Zero. Wow. Okay. Dadurch, dass der Doflamingo jetzt mittlerweile ausgeschalten ist, kriegt die Marine ja sonst keine wirklichen Waffen irgendwo mehr her und wollen jetzt scheinbar Waffen von Kaido abkaufen, beziehungsweise aus Wano Kuni abkaufen. Ja, richtig krass gesunken. Okay. Orochi macht auch gleich mal klar, er hat keine Angst vor den Celestial Dragons, vor der Marine oder vor der Weltregierung, denn er hat ja Kaido behind his back. So wie es aussieht, haben sie schon mal Handel getrieben, denn Orochi erwähnt, er hätte schon mal Kriegsschiffe bekommen. Was will Wano Kuni mit Kriegsschiffen? Ich meine, die sind doch sozusagen in ihrem Land abgeschottet, die wollen doch gar nicht rausfahren oder bisher wollten sie es nicht. Okay, Wano Kuni hat wohl alles, Orochi will an sich nichts, das Einzige, was er noch mehr haben will, ist noch mehr Power. Problem an der Sache, er gibt sich jetzt mit Kriegsschiffen nicht mehr zufrieden und stellt halt gleich mal eine unmögliche Anfrage und zwar, möchte Orochi Dr. Vegapunk haben? Die CP0 war sichtlich geschockt und haben gleich gesagt, Bro, no, das geht nicht. Ja, aber wie gesagt, Orochi hat keine Angst, das ist halt die Frage. Wie wichtig ist der Marine, der Weltregierung die ganzen Waffen? Ich meine, Vegapunk, ich meine, er stellt Waffen her, er macht riesige Cyborg-Waffen. Come on, scheiß auf eine Schrotflinte, wenn ich einen Cyborg neben mir habe, der Laser schießen kann. Also, wäre ein sichtlich dummer Tausch. Auf jeden Fall schießt plötzlich Orochi auf einen von den CP0, der kriegt einen direkten Schuss ab im Kopf, neigt seinen Kopf nach hinten, geht wieder vor. Nothing has happened. Also die CP0 scheint wohl doch krass zu sein, ob das jetzt vielleicht so einfach darunter unter der Maske so ein Rüstungshaki vielleicht war, der halt diesen Schuss abgeblockt hat. Auf jeden Fall scheint die CP0 doch ein bisschen was drauf zu haben. Plötzlich sieht man in einem einzigen Panel auch so ein Auge. Im Auge, im Schatten, das ganz, ganz böse guckt so.
War das jetzt böser Blick? Ist jetzt die Frage, ist es wieder dieser Typ da, der gerade momentan irgendwo in diesem Art Knast hockt oder sowas? Kann der sich irgendwie durch Wano Kuni so ein bisschen rumbewegen? Dieser unbekannte Gefangene, der halt diesen Fisch da ausgespuckt hat und damit einen von Kaidos Leuten hingerichtet hat. Aber es wäre ein bisschen komisch. Frage ist halt nur, wer könnte sonst noch diese Gestalt sein? Kurz darauf feiert Orochi plötzlich eine Party. Komurasaki ist auch mit am Start. Und sie trinken, sie saufen, sie haben Spaß. Und Orochi sieht wirklich, wirklich, wirklich seltsam aus. Das ist jetzt nicht so dieser Badass-Dude, den ich mir erhofft hatte. Er ist eher klein, hat so kurze Ärmchen, kurze Beinchen, wieder einen großen Kopf, ähnlich wie auch Raizo zum Beispiel. Und hatte noch so einen schönen Bart. Ja, es stellt sich jetzt halt die Frage, ist er jetzt einfach nur ein kompletter Quatschcharakter, der an sich gar nichts drauf hat und sich halt einfach hinter Kaido versteckt? Oder dürfen wir gar nicht so nach dem Äußeren gehen und er ist trotzdem mega stark? Warten wir es mal ab. Auch sehr, sehr geil, wir sehen endlich X-Drake und Hawkins wieder. Bam, bam, bam. Und auch ein weiterer Headliner taucht auf mit dem Namen Page One. Also Seite 1. Ja gut, passt ja irgendwie mit rein. Page One besitzt die Drachenfrucht Modell Spinosaurus. Kann sich also in einen riesigen Spinosaurus verwandeln. Weiß gar nicht, ob es diesen Dino eigentlich auch in echt gab. Ich kenne mich bei den Dinos jetzt nicht ganz so aus. Sie scheint eine Frau zu sein und zumindest hätte ich das jetzt mal getippt so vom Äußeren her. Man sieht sie halt nur in ihrer Dino-Form mit ihren Haaren so. Ich tippe mal auf eine Frau. Auch X-Drakes Frucht wird benannt und zwar die Drachenfrucht Modell Allosaurus. Gut, dass er eben eine Art T-Rex oder Verwandte des T-Rex ist, wussten wir ja schon lange. Jetzt haben wir die genaue Bezeichnung mit dem Allosaurus. Was sehr, sehr geil ist, wir sehen X-Drake zum ersten Mal in seiner Hybridform. Bisher hatten wir ja immer X-Drake normal oder halt in seiner Dino-Form. Jetzt Hybridform. Er wirkt ein bisschen größer, ein bisschen maskuliner, hat halt natürlich diese Schuppen, um sich rum, ein bisschen andere Kopfform, ein paar so kleine Hörnchen oder Ausbuchtungen, wie auch immer man das nennen möchte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Charakterdesign von X-Drake in seiner Hybridform, mir persönlich, gefällt es jetzt nicht so ganz. Also ich finde es irgendwie ein bisschen cooler, hätte man ruhig ein bisschen badassiger machen können. Aber trotzdem, cool ist es auf jeden Fall. Die Frage ist halt auch, was er da in dieser Form dann so drauf hat, ob er genauso schnell ist wie zum Beispiel ein Rob Lucky oder ist er extrem viel härter von körperlichen Statur her, kann er viel mehr Schläge und sowas aushalten und wie wirkt es sich auf seine Angriffskraft letzten Endes aus? Hawkins sagt einfach nur, er verfolgt halt momentan ein paar Leute und das war's dann auch schon erst einmal mit diesem Kapitel. War auf jeden Fall interessant, wir haben Orochi gesehen, wir haben X-Drake in seiner Hybridform gesehen, wir haben mal wieder die CP0 agieren sehen. Wir haben rausbekommen, dass Orochi eben mal Kriegsschiffe bekommen hat, jetzt möchte er plötzlich Vegapunk haben. Wir haben hier diesen komischen, mysteriösen Schattenauge. Alles in allem doch ein interessantes Kapitel. Wenig Action, aber doch bedeutsame Informationsbrückchen. Was haltet ihr denn von diesem Kapitel? Schreibt doch eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Und wenn euch das kleine Video gefallen hat im neuen Format, schreibt auch mal dazu, wie ihr das findet, wenn ich das so mit so einem Rahmen mache und meine Webcam halt einfach größer mache. Und beim nächsten Mal könnt ihr vielleicht ein bisschen aufräumen dahinter. Schicki. Schicki, schicki. Aber zum Glück sieht man nicht den ganzen Müll gerade auf dem Boden. Ja. Auf jeden Fall schreibt eure Meinung auch in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und da jetzt heute der 30. ist und ich denke, morgen wird erstmal kein Video kommen, wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Obwohl doch, eigentlich wollte ich ja morgen noch ein Video machen. Kleiner Jahresrückblick 2018. Kommt wahrscheinlich morgen doch ein Video, je nachdem, wie ich es nach der Arbeit schaffe. Und ja, ich muss an Silvester leider arbeiten. Ciao.